also ich wäre jetzt nicht traurig, wenn ich dann mal einen anderen Pod benutze. Ich hoffe, das ist okay für euch. So, und wir sind durch und wir haben 1304 Science Data gesammelt. Bam. Sagte ich bereits, bam. Also, wir haben wohl scheinbar auch ein bisschen was geschafft. Also wir haben echt viele Programme freigeschaltet bekommen. Und wir haben Kerbin's Desert nochmal für Boldly Go gekriegt. Und wir haben nochmal Bonus gekriegt, weil wir vom Mond zurückgekehrt sind. Also ich glaube, das kann man schon werten als... Was ist das denn? Sehr okay, das werten wir mal als klitzekleinen Grafikpack. Guck mal, ich kann das Kerbin Space Center wegzaubern. Weil es unter Meer liegt. Ja. Reden wir nicht weiter drüber. Sowas kann passieren. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir mit der ganzen Science eigentlich anstellen können. So. Also, es gibt hier noch einiges zu tun und ich glaube, die 45 Punkte Aviation-Geschichte, die nehme ich jetzt einfach mal rein aus Neugier mit, ob sich noch irgendwas Unerwartetes eröffnet. Und da ist tatsächlich was. Ich hatte jetzt gedacht, da ist nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, aber da wird natürlich nichts mehr kommen. Aber da ist Subsonic Flight mit irgendwelchen Turboprop-Antrieben. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was sich hier so... tut. Also, nächste Kategorie sind 90 Punkte. Da können wir mit 1259 Punkten natürlich richtig dick shoppen gehen. So, kleine Antriebe, weiß ich gar nicht. Könnten natürlich für Satelliten und sowas interessant sein oder auf dem Mond auch gar nicht so komplett uninteressant. Advanced Construction bringt uns ein Experiment, wenn ich das richtig sehe. Ja. Einen Do-It-Yourself-Kit-Container. Also ein kleiner Container, auch nicht schlecht, eine Winde, Strukturadapter. Es gibt ein erstes Fairing, das ist natürlich auch nicht schlecht. Es gibt ein paar mehr Decoupler, was passiert hier noch? Sunflower Portable Light Kit, fully deployable portable, includes Solar Panels and Power Coupling. Okay, da kann man irgendwie Licht mitmachen, wenn ich das richtig verstehe. Und das per Solar aufladen. Material Processing Unit, da kann man Crusher, Smelter, Fertilizer, okay, da kann man Sachen mit herstellen, wenn ich es richtig verstehe, aber da muss man wahrscheinlich natürlich Ressourcen abbauen können, die gibt es in verschiedenen Größen, es gibt ein aufblasbares Storage Modul, das heißt wahrscheinlich unser erstes Bauteil für Dingens, es gibt einen Octocore, okay, da können wir dann also 8, wenn ich das richtig übersetze, Dinger anbauen, das ist auch nicht schlecht. So, dann hatten wir die, hatten wir schon. Aerodynamics ist eher so Flugzeuge. Landing. Landing ist wahrscheinlich, ist Landing für uns interessant. Ein großes Heatschild ist natürlich nicht ganz uninteressant. RCS-Düsen ist natürlich auch eine Ansage, dass man sowas mal machen kann und eine richtige Lander kennen. Space Exploration. Ein Hitchhiker-Container. Hier können... Oh, guck mal. Kerbal Months 25. Da können 25 Monate lang 4 Leute drin wohnen. Das ist natürlich eine gute Sache. Das könnte man natürlich für eine erste improvisierte Basis nehmen. Also wenn wir wirklich heute drüber nachdenken wollen und das scheinbar nochmal das Experiment in Nicht-Universal Storage... Also wenn wir heute wirklich über eine Basis nachdenken wollen, müssen wir es wahrscheinlich mit solchen Teilen bauen. Ich glaube, die großen Teile kommen erst später. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir noch ein miniaturisiertes Science Junior. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und die ersten Docking Ports, das ist auch eine feine Sache. She-Zone ist jetzt ein Carbonaut. Willkommen, She-Zone, und ich hoffe, du hast bisher Spaß am Stream. Natürlich hoffe ich das auch für den Rest von euch. So, was haben wir hier noch? Recycling. Ein Recycling-Modul, was 79% Recycling macht, wahrscheinlich von unserem Essen, und 3 Crew betrifft, das ist gar nicht schlecht. Und hier gibt es einen kleinen mit 60% und einen Crew, den könnte man natürlich modularer einsetzen. Der klingt auch schon mal spannend, wenn man länger bleiben will, muss man nicht so viel Essen mitnehmen. Und Storage-Technologie sind ja Container, mit denen man Sachen tüdeln kann. So, also... Also. Ich glaube, die Leiterelemente kombiniert mit dem Hitchhiker-Storage-Container machen das hier auf jeden Fall schon mal zu einem
muss man nicht lange drüber nachdenken. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Recycling uns bei der Operation Mond ganz schön weiterhelfen wird. Deshalb nehme ich die schon mal mit. So. Jetzt können wir mal gucken, was sich hier noch so ergeben hat. Hier, das ist natürlich auch mal eine beliebte Kategorie von mir, weil da sind die Solarpanels drin. Ich glaube, die würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen, weil die ausklappbaren Solarpanels bringen uns mal ein ganzes Stück weiter. Mal gucken, was hier noch so passiert. Oh, was sind das denn für Batterien? Terminal Receiver. Okay, das muss ich mal in Ruhe durchlesen. Ist jetzt noch, glaube ich, nicht wirklich kriegsentscheidend. So, was haben wir hier noch? Echte Leitern. Eva-Fuel-Tank. Das ist natürlich für etwas weitere Expeditionen interessant. Ein Service-Container für 2 Crew, wenn ich es richtig sehe. Und natürlich das Mobile Processing Lab. Ein Multispektralsensor für ScanSat. Ah, die Leitern reizen mich. Aber lass uns erstmal hier gucken. Vernünftige Pots. En masse. Ach, guck mal. Ein kleines Cockpit. Und Bauteile. Das wäre natürlich spannend. So zum Basteln. Ah, das reizt mich. Da muss ich aber Miniaturization. Na gut, die Docking-Pots brauchen wir früher oder später eh. Ich nehme sie jetzt mal mit. So. Ich nehme sie jetzt mal mit und dann nehmen wir mal das mit. Damit könnten wir tatsächlich schön so einen Rover zusammenbauen und den dann irgendwo mitpacken. Dafür brauchen wir dann aber auch noch... gibt es schon irgendwie sowas wie Räder? Habe ich schon sowas wie Räder? Ja, hier sind schon Räder mit drin. Okay. Mit dem Oktober das Pod verwenden. Was? Das verstehe ich nicht. Mit dem Oktober das Pod verwenden. Den musst du mir nochmal genauer erklären. Ja, Container macht wahrscheinlich Sinn. So ein Octocore macht auch Sinn für größere Sachen. Dann müssen wir nicht wieder so komische Konstruktionen bauen. Nehmen wir auch mit rein. So, wir haben immer noch 579. Meine Güte, sind das viele Science-Punkte. Wir können hier richtig aus den Vollen schöpfen. Ich glaube, ich nehme auch noch die Miniaturisierung mit, wegen den Antrieben für den Satelliten. So. Jetzt hätten wir hier natürlich noch große Container. Ich überlege gerade, lohnt es sich, große Container jetzt schon freizuschalten? Ich bin mir nicht sicher. Die Leitern sind schon echt sexy, ne? Das macht vieles einfacher. Und der Eva-Fuel-Kanister macht es natürlich auch schön. Ist aber teuer. Ist teuer. Ach, was soll der Geiz? So, zack. So, dann haben wir das Problem nämlich schon mal nicht mehr. So, pass auf. RCS-Düsen brauchen wir so oder so, früher oder später. Hier ist garantiert irgendwas hinter verborgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn nicht, brauchen wir es spätestens... Ne, hier brauchen wir es gar nicht. Oh, das sind ja sehr coole Düsen. Leitern plus Labor. Ach ja, Labor war ja auch noch drin, ja. Ich nehme das Landing noch, weil ich will wissen, was dahinter kommt. Advanced Landing. Natürlich, logisch. Oh, guckt mal, da sind so richtig Basisteile und... Caribou ist, glaube ich, dieser USI Rover. Okay. Da kommen spannende Sachen. Das könnte interessant werden. Aber jetzt gucken wir erstmal noch. Ich kaufe jetzt die Container. Dann haben wir es schon mal. Wer weiß, was da noch kommt. Achso, wir hätten es eh hierfür gebraucht. Was macht das? Nom-O-Matic. Da kann man Mulch und Fertilizer in Supplies verwandeln. Also das ist so eine Art Gewächshaus oder irgendwie sowas. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant. Und hier gibt es auch Fertilizer dann. Das wird noch spannend. Okay, da sollten wir mal gucken, ob wir das noch machen. Aber jetzt haben wir erstmal unsere Science-Punkte rausgehauen. Und ich würde sagen, als allererstes machen wir uns jetzt mal dran. Sind wir immer noch unter Wasser? Wir sind immer noch unter Wasser. Ich hoffe, das lässt sich durch ein kurzes Raus- und Wieder-Reingehen dann irgendwann mal lösen.
Jetzt würde ich mal aber gucken, dass wir von unseren Verträgen, den aktiven jenen welchen, hier mal einen Satelliten vorbereiten für einen Low-Resolution-Scan. Weil wir haben mittlerweile ein paar Prop-Cores. Und der bessere ist der hier, so wie es so aussieht. Was kann der? Prograde, Retrograde, das reicht mir. Und dann können wir da nämlich mal ganz einfach und simpel einen kleinen Probe bauen, um den Mond abzuscannen, dass wir den Vertrag erledigen und nebenbei für uns auch gleich noch den großen Vorteil machen, dass wir mal eine Karte vom Mond bekommen, wo es das alles gibt. Ich hoffe natürlich, dass man auf der Karte dann auch schon was erkennen kann mit unserem Low-Tech-Kram und das nicht nur für die Katze ist. Wie viel Kohle kriegen wir da eigentlich für? 102.000. Okay, da können wir also ein paar Cent für ausgeben. Den schicken wir dann einfach schon mal auf den Weg und nutzen das dann dafür. Die Basis würde ich direkt danach bauen. Also den hier würde ich schon mal vorschicken. Und danach bauen wir direkt die Basis zusammen, würde ich sagen. Also ich denke, wir fangen auf jeden Fall mit dem Basisbau heute im Livestream noch an. Ach, wisst ihr was? Wir können auch später den Satelliten machen. Wir bauen jetzt die blöde Basis. Also, wir wollen, also ich möchte gerne, sagen wir es mal so rum, eine Basis eigentlich darüber schicken. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob wir das schon hinbekommen oder ob ich dafür noch nicht genug Teile habe. Aber ich würde sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und meine Unterstellung wäre, dass wir eine Vier-Mann-Basis rüberpacken. Richtig? Richtig. So, und wir stellen das hier schon mal auf Mond um. Ich habe jetzt echt Bock, zum Mond zu fliegen und da eine Basis zu bauen und das einfach zu lernen, wie es funktioniert. Statt jetzt alle Sachen tausendmal auszuprobieren. Ach, was ist das denn? Observation Cupola. HAP Multiplier 0.7. Aha, das heißt was? Also jetzt habe ich HAP von 156 Tagen, wenn ich jetzt hier so ein. Ist ja witzig. Mal, machen wir das mal hübsch. Dranbaue, dann, also so ein kleines Rausguckfenster, dann wird das wahrscheinlich besser. 280, tatsächlich. Oh, das ist ja gar nicht schlecht. Gut, jetzt müssen wir das noch irgendwie so, dass es gleichmäßig aussieht. Ja. Gut. Und so eine Basis muss natürlich auch ein paar Sachen können. Jetzt, ich habe doch vorhin den Octocore geholt, oder? Das wäre jetzt natürlich, guck mal, weil das war meine Überlegung. Genau das war meine Überlegung mit dem Octocore. Gebt euch dieses Wunderwerk der Technik. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So, zack. Alkaline Fuel Cell. Ein Oxygen Tank. Und dazu gehört noch irgendein Hydrogentank oder so. Wo ist er? Da ist er. So, dann haben wir schon mal Stromerzeugung für. Es scheint keine Sonne parat. Und jetzt nehme ich einfach jedes verdammte Science-Experiment mit, das ich habe. Oh, das sind gar nicht so viele in dem Modus. Stelle ich gerade fest. So. Magnetometer. Ein Mystery Goo. Ein Prismat. Eine RWPS-Antenne. Und ein Science. Es ist wie für uns gemacht, das Ding. Guck mal, alle. Alle mit dabei. Und Jin, das wird diesmal, glaube ich, gar kein Turm, sondern ich hatte überlegt, dass wir das hier einfach so, wie es ist, da draufstellen. Schwupp. Und dass das hier unsere Basis wird. Wahrscheinlich noch mit einer Leiter dran, damit wir da auch irgendwie wieder reinkommen. Ich habe doch die Leitern gekauft gehabt, oder? Ja. Sehr schön. Ja, was ist hier drunter? Ah, das ist natürlich dieses komische Nupsi-Ding. Ich mache hier einfach mal was Unkritisches hin. Ne, wartet mal. Das nicht, sondern hier. So ein Oxygen-Tank. Den braucht man eh nicht ausklappen oder sonst irgendwas. Der ist einfach nur da. Den machen wir mal unter die Leiter drunter. Zack.
Zack, zack, zack. Das sieht gut aus. Ich stelle es mal kurz unten ab, dass wir das einmal sehen. Guck mal, da ist jetzt die Leiter tatsächlich richtig schön flach am Boden. Wir können also mit dem Ding dann rumwursteln. So, und das wird dann die Moonbase Alpha. Also das ist für mich jetzt auch eher ein experimenteller Zustand. Was sagt er denn jetzt? Interstellar Thermal Mechanics Helper. Mhm. Aha, ja, ich habe natürlich keinen Radiator, aber ich erzeuge auch, glaube ich, noch keine Hitze. Vielen Dank. So, jo, also, das heißt, wir haben jetzt 280 Tage Habitation. Jetzt brauchen wir natürlich auch irgendwie ein paar Tage Essen. Ich vermute mal, das ist unser Life Support und 2,5 müsste passen. Oh, ist das groß. Jin, ist uns das jetzt schon zu kopflastig? Ich glaube, das muss ich ein bisschen nach unten verlagern. Zack. Zack. So. Jetzt wird es schon wieder ein Turm, ne? Aber ich muss ja. Ja, es ist schon irgendwie ein Turm. Aber ich muss ja. Ich muss halt Life Support mitnehmen. Was soll ich denn sonst machen? 100, und das sind nur 104 Tage für die volle Besatzung. Ach du Scheiße. Vielleicht kann ich mit dem Ding hier irgendwie was erreichen. Also, einer ist für einen und vier sind demnach für vier. Alles andere wäre dem nicht. Das ist mit der Leiter natürlich jetzt nicht so geschickt. Das macht aus 140 Tagen 260 Tage. Das ist es noch nicht ganz. Ach du Scheiße. Das ist ja weder gut noch besonders schön. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ein bisschen anders hin. Also, wenn wir das hier nehmen und uns den Life Support da drunter packen, dann können wir ja, das senkt den Schwerpunkt und gibt uns erstmal 11 Tage. So, jetzt nehmen wir zwei von diesen Life Support Generatoren mit, dann sind wir bei 16 Tagen mit voller Crew. Danke für den Hinweis, Baha, mit dem viel Strom. Deshalb habe ich auch nochmal eine Backup-Stromquelle mitgenommen. Dann sind wir bei 21 Tagen. Ich habe so das dumme Gefühl. Wir könnten doch aber, dann bleibt es flach, passt mal auf. Wir missbrauchen einfach so ein Octocore, um uns noch mehr Essen ranzuschlunzen. Wo ist er? Da. Octocore und dann nehmen wir ein Supply-Bag einfach in der 15.000-fach-Variante. Aber muss man die jetzt echt alle einzeln reinsetzen? Dingenskirchen 5000. Du meinst wahrscheinlich dieses Greenhouse-Ding, was ich nicht freigeschaltet habe? Das kann ich noch nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich kann das noch nicht. So, wir nehmen jetzt mal Supply Bags mit. Viele leckere Supply Bags. Hier sind die wenigstens schön flach verbaut. Also meine Hoffnung wäre, dass das so dann einfach nicht so ein Turm wird, dass ich mich von Yin nicht kritisieren lassen muss. Aber wir trotzdem genug Nahrungsmittel haben, um was draus zu machen. Guck mal, jetzt sind wir schon bei 61 Tagen und wir sind vom Turm her. Naja, wir sind ein Turm. Wir sind trotz allem irgendwie ein Turm. Aber es ist, ich finde, das ist ein vertretbarer Turm von der Größe her, aber wir sind halt auch leider immer noch. Ich weiß nicht, was zur Hölle, wie viel Essen man braucht. Wie viel Essen. Wie viel, unglaublich viel Essen. Warte mal kurz am Körbelmaß nehmen hier.
Oh, das passt mit der Leiter. Das ist auch nicht viel besser mit dem. Also da finde ich das andere ja schon fast effizienter. Aber wir könnten natürlich einfach arschig sein. Und wir benutzen das da unten als so eine Art Service-Modul. Pass mal auf. Zack, zack. So, da unten kann man am Essen nochmal rumspielen, wenn man irgendwas braucht. So, sind wir schon mal bei 63 Tage. Ich schieb das jetzt einfach da in das Service-Modul rein. Fertig. Dreimal Live-Support. So. 63 Tage. Ist immer noch ein bisschen knapp. Obwohl, ich könnte ja das andere, das Spiel eigentlich auch einfach mit dem großen Tank spielen. So, wartet mal. Wir nehmen einfach den großen Tank. Ja, ich glaube, ich setze ihn lieber hier hin. So. Zack, zack, zack. Und lassen ihn in der Basis. Nein, lassen wir nicht. Okay, also mit dem großen Tank können wir das knicken. Der ist zu groß dafür. Aber wir können es tatsächlich mit dem kleinen Tank machen. Na gut. Also, zack. Extend Stabilizers. Das sieht gut aus soweit. Das können wir alles so lassen. Wenn du die Verpflegung für den Hinflug aufbrauchst und vor der Landung absprengst. Ja, ich kann natürlich nochmal extra Verpflegung für die Abladeaktion mitnehmen. Trotz allem brauche ich natürlich vor Ort so ein bisschen Live-Support. Sonst wird das ein bisschen arg dünn. So. Jetzt schieben wir mal diesen ganzen Stack hier einfach rein. Ich lasse ihn ein bisschen rausgucken, dass ich nochmal Checks machen kann irgendwie, aber dann haben wir das. So, jetzt brauchen wir Recycler und davon brauchen wir ein paar, damit wir länger überleben. Wir sind jetzt nämlich erst bei 46 Tagen, jetzt sind wir bei 66 Tagen und jetzt müssen wir mal irgendwie gucken. Hier geht noch einer ran. So, bei 84 Tagen. Okay, es kommt langsam. So. So, 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 so. Wo könnte man noch gut Live-Support hinbauen? Ja, das frisst halt auch alles echt Strom, ne? 84 Tage. Ach, wisst ihr was? 84 Tage ist, glaube ich, erstmal eine ganz gute Ansage. Ich meine, wir können, das sind 3 Monate. Wir können damit 3 Monate erstmal auf den Mond. Der Weg vom Mond zurück ist gar nicht so schlimm. Ich nehme diesen Zwischenring noch und dann reicht's. Also was auch immer uns der Octocore jetzt noch bringt, das machen wir noch. Fertig. Fritz. So, wir machen jetzt einen Octocore mit Foodbags noch. Und das ist dann, das reicht dann auch. Wie gesagt, das ist ja unsere erste Probebasis. Oh, jetzt ist das weg, ne? Wo ist mein Happa Happa? Da hat jetzt irgendwas nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich habe das kopiert. So. So. Schwuppdiwupp. Einmal rundrum mit Essen versorgt. Das heißt ja, ein Monat ist immer noch nur 6 Tage. Ich glaube, er rechnet hier die Monate oder die Tage ein bisschen anders. Und ich glaube, was du meinst, ist ein Tag sind 6 Stunden. Bei KSP, weil er sagt ja hier nicht Monate, er sagt ja Tage. 4 Tage zum Beispiel, 114 Tage. So.
So. Genau, aber Monate in dem klassischen Sinne gibt es ja gar nicht. Es gibt ja bei Kirby, glaube ich, nur Jahr, Tag und Stunden, Minuten und so weiter. So, jetzt müssen wir erstmal Bier trinken. Also, wir haben 124 Tage. Das wird wohl hoffentlich eine Weile reichen, nämlich genau genommen 124 Tage. Jetzt brauchen wir um den ganzen... Nein, erstmal brauchen wir ein Sicherheitslicht, denn Sicherheitslichter sind awesome, habe ich festgestellt. Diesmal baue ich es mir direkt hier unten drunter, um rundum Beleuchtung durchführen zu können. Einfach, weil es cool ist. Zack, und jetzt ist es weg. Scheiße. Ach, Manno. Ist mein Sicherheitslicht kaputt gegangen. Wo ist es denn hin? Warum ist das da innen drin? So ein Blödsinn. Immer Ärger mit die Sicherheitslichter. So. Warum ist mein Sicherheitslicht kaputt gegangen? Jetzt passt das. So, sehr schön. Landescheinwerfer machen wir gleich noch, aber wir machen keine Landescheinwerfer, sondern wir machen richtige Scheinwerfer. Also Scheinwerfer, Scheinwerfer. Jetzt. Dass das Habitat im Tech-Tree in Monaten angegeben wird. Glaube ich aber nicht, weil hier stehen 280 Tage. Also ich gehe von den Anzeigen hier aus und von daher ist mir das ja total egal, was da drin steht. So, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal 4 von den Solarzellen mit. In der Hoffnung, dass das so passt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das auch mit dem Habitat passt. Ja, das sieht gut aus. Und dann doppeln wir die einfach nochmal nach oben weg. So, und dann müssten wir eigentlich eine ganz gute Abdeckung haben, was das angeht. Also ausreichend Strom. Und dann kommen die Scheinwerfer drauf. Die will ich nämlich nicht nur zum Landen. Die will ich generell haben, weil ich das ganz gut finde, dass wir dann Scheinwerfer haben. Aber ich will die ein bisschen angestellt oder angewinkelt haben, damit ich den Umkreis beleuchten kann, der um unsere Basis auch so ist. Also ist ein netter Nebeneffekt beim Landen, aber vor allen Dingen will ich es auch haben, damit wir draußen Licht haben um unsere Basis rum. So, Batterien mache ich nicht, weil dieses Teil hier unten 4000 Electric Charge speichern kann. Dementsprechend habe ich eine Batterie am Start. So, jetzt müssen wir das Ding natürlich irgendwie landen, ne? Also das wäre jetzt meine Unterstellung für eine Mondbasis. Wiegt 11,2 Tonnen, kann 124 Tage passen. Und sollte relativ gut funktionieren. Achso, ich wollte nochmal gucken, ob ich die Teile habe, um einen Rover zu basteln. Da könnte man natürlich hier einen Container hinpacken. Einen Container, in dem wir das verpacken können. Das Zeug, jetzt müssen wir nur mal schauen, ob ich den... Weil den kann ich ja dann auch abbauen. Logistik. Passt der da rein? Ist das so ein Container? Das wäre total witzig. Ja. Okay, cool. Den müssen wir dann natürlich abbauen. Wenn wir den wieder frei bekommen wollen. Jetzt schauen wir mal, wie viel Platz da drin ist. Ach, das ist gar kein Inventory-Container. Damn. Brauchen wir irgendwas anderes? Wo ist Do-It-Yourself-Kit-Container? Blueprints, Hightech, Component, Need to Build a Vessel Off-World. Workshop, nee, das ist es nicht. Ich packe vielleicht lieber 20 Akkuschrauber ein, so wie ich mein Glück kenne. Da ist er, der gute alte KISS-Container. Warum hat er sich denn so?
Mach das mal vernünftig. Du sollst nicht an dem Ding da attachen. Du sollst an dem... Hä? An dem Container-Mount dran. So. Jetzt, irgendwie will er das nicht. Du sollst an den Container. Ah. Okay, scheinbar brauchen wir hier keinen Container-Mount, sondern können den Container einfach anbauen, was ja auch okay ist. Ja, Bauteile für den Rover. Ah, das wird aber schwierig, den da hin zu klatschen, weil ich zwei davon brauchen werde. Ich habe da schon mal einen kleinen Testgang für gemacht. Ich zeige euch das mal. Also, schauen wir mal, ob das geht. Zack. Zack, so. Dann haben wir hier nämlich zwei Container. Jetzt beladen wir diese Container mal mit Bauteilen. Und zwar möchte ich mir dort oben einen Rover bauen. Dafür nehmen wir einen kleinen Pod mit. Dafür nehmen wir einen Structural Beam mit. Dafür nehmen wir hier vier von diesen Structural Outriggern mit. Und wir nehmen uns auf jeden Fall mal auch Räder dafür mit, die da nicht mehr reinpassen. Aber was hier bestimmt noch reinpasst, sind Solarpanels. So ein paar zumindest. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sollten hoffentlich reichen. Kleine Batterien vielleicht noch. Ja, vielleicht noch eine. Nee. Gut, dann können wir noch Werkzeug mitnehmen. Und zwar, ich bin nicht paranoid, aber ich nehme ein paar mehr mit. Wir nehmen uns mal hier... Ach, mittlerweile... Oh, sehr schön. Man kann die Schraubenzieher mittlerweile einfach mehrere mitnehmen. Dann nehmen wir zwei. Und dann nehmen wir noch zwei Schraubenschlüssel mit. So. Dann müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch noch ein paar Sachen mitnehmen.